Ja, herzlich willkommen bei Gartentechnikom. Und zwar, Gerrit meinte schon zu mir, ich sehe blendend aus, in dem Sinne, dass die Qualität der Übertragung sehr, sehr gut ist und man mich gut erkennen kann. Das andere sei dahingestellt, wir wissen, die Geschmäcker sind verschieden. Das soll auch heute nicht das Thema sein, aber irgendwie doch ein bisschen, denn wir sind umgezogen, das nur so am Rande. Wir haben ein neues Büro, wir haben ein neues Büro gesucht und gefunden, aber wir suchen nicht nur ein neues Büro, sondern wir suchen auch noch jemanden, der uns unterstützen kann. Und ja, auch wenn wir fest in einem Büro sitzen, aber nein, fangen wir einen Schritt vorher an, wen und was wir überhaupt suchen, bevor sich ganz andere Fragen noch stellen. Und ja, wir suchen jemanden, einen Entwickler, einen PHP-Entwickler, der uns bei unserem Plugin, Gartentechnikom-Plugin für WordPress unterstützen kann. Das ist erstmal, würde ich sagen, die Beschreibung, die Stellenbeschreibung, der Titel der Stellenbeschreibung, genau. Naja, zu der Beschreibung, zu der Titel oder Stellenbeschreibung können wir schon ein bisschen was Genaueres gesagt. Also von dem, was wir suchen, ist, wir suchen jemanden, der halt sich am besten mit WordPress auskennt, also mit der Plugin-Entwicklung, das wäre toll. Das bedeutet natürlich auch PHP, denn PHP ist halt sehr elementar für WordPress. MySQL, logischerweise, darauf basieren unsere Datenbanken. Dann haben wir im Frontend-Bereich haben wir Vue.js im Einsatz und im Backend, ja, das ist interessant. Also wir nutzen Kubernetes Docker natürlich. Wir haben aber aktuell eigentlich im Backend-Bereich eine Veränderung vor uns. Ich sage das mal so, wir haben dann noch Perl im Einsatz. Und das ist etwas, was wir final loswerden wollen. Das ist zwar schon weniger geworden, aber es ist noch durchaus elementar. Das heißt, wir suchen jemanden, der entweder aus Versehen sich schon mal früher mit Perl beschäftigt hat oder sich immer schon mal mit antiquierten Entwicklungssprachen, Programmiersprachen beschäftigen möchte. Das ist sozusagen die echte Herausforderung der Sache. Der Vorteil dabei, derjenige, der damit einsteigt, kann sehr frei darüber entscheiden, wohin wir uns bewegen. Also das ist nämlich aktuell ein bisschen offen, zumindest für den Backend-Bereich. Nach vorne sind wir, glaube ich, relativ klar aufgestellt. Nach hinten, da ist durchaus Veränderung gewünscht und da wäre es halt auch wichtig, dass es jemand ist, der sich da ein bisschen auskennt. Du hast gerade mit einem anderen Thema angefangen und das ist tatsächlich eigentlich viel wichtiger. Also die Frage, die sich ja immer stellt oder die viele potenzielle Mitarbeiter, Bewerber stellen, ist, wo ist denn das eigentlich? Und darauf lässt sich erstmal sagen, ja, wir haben Büros. Gartentechnikom ist eigentlich tatsächlich total dezentral aufgestellt und ist auch gerade in Osthofen zum Beispiel umgezogen. Ich sitze aber hier in Wiesbaden. Entwickler sitzen in Wiesbaden. Wir haben Mitarbeiter im Saarland, in Berlin. Das ist alles so ein bisschen anders. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, warum wir überhaupt in Osthofen ein Büro haben und warum du da sitzt. Ja, wir waren auch einmal in Wiesbaden. Wir sind Tochterunternehmen unter anderem von Cybert Media und saßen dort mit in den Büroräumen. Und es stellte sich dann so die Frage, ob wir nicht ein bisschen eigenständiger werden und dann in Wiesbaden uns extra was suchen. Aber mein Kollege, der Achim Bartmann, wohnte und wohnt auch immer noch in Osthofen. Und bei mir persönlich kam so die tatsächlich, es war ein Zufall, dass wir hier in die, also auch nicht in die Nähe, auch nach Osthofen ziehen tatsächlich. Und dann war es relativ einfach. Ich meine, wir hätten jetzt auch beide jeden Tag nochmal gut eine Stunde, anderthalb Stunden hin und nochmal zurückfahren können nach Wiesbaden. Das macht natürlich keinen Sinn. Und so haben wir dann hier was gefunden und am Ende, auch die letzten Monate, haben es oder so nochmal mehr gezeigt, dass das dezentrale Arbeiten für das, was wir tun, einfach optimal ist. Also ich meine, theoretisch kann man sich, wenn man will, mit dem richtigen technischen Equipment in den VW-Bus setzen, in der Gegend rumtickeln und für uns arbeiten. Also klar, wir selbst haben natürlich, wir sind jetzt nicht in der Entwicklung tätig, mein Kollege und ich, wir haben natürlich Kundengespräche und so weiter. Also für uns macht es durchaus Sinn, hier ein Büro zu haben mit einer statischen, einer festen Nummer und so weiter und so fort. Das ist schon praktisch, aber ansonsten, ja, klappt es sehr, sehr gut und also auch die
auch hier wieder nochmal die letzten Wochen erwähnt, da hat sich das dezentrale Arbeiten ja noch mehr aufgetan. Auch ein paar Kollegen, die in Wiesbaden eigentlich fest dort gearbeitet haben, sind jetzt teils auch eben zu Hause im Homeoffice oder wie auch immer das gehandhabt wird. Und ja, das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Und man kann natürlich auch hier arbeiten. Unser neues Büro hat sehr viel Platz. Also falls jemand aus der Region ist und sagt, ich mag meine eigenen vier Wände nicht zum Arbeiten nutzen und das hier Worms, Mannheim, Ludwigshafen oder auch Richtung Mainz aus der Region und sagt, das interessiert mich. Klar, Platz ist ja allemal mehr als genug. Also hier sind noch mindestens, ja, sogar für ich würde noch sagen, 5 Entwickler Platz aktuell. Aber mein Kollege hustet schon, wäre aber, klar, also sagen wir mal so, es geht beides. Das ist eigentlich die Quintessenz. Wer von woanders arbeiten möchte, kann das. Wer ein Büro sucht hier in der, ja, im schönen Wonnegau, sagt man hier, der hätte hier auch eins zum Arbeiten. Was dabei vielleicht auch ganz wichtig ist, wir machen das nicht seit gestern. Also während ja ganz, ganz viele Unternehmen jetzt in den letzten 6 Monaten über Nacht ins Homeoffice gegangen sind, also die Mitarbeiterinnen, um genau zu sein, machen wir das schon seit 2003. Also seitdem es uns gibt, haben immer Menschen von woanders aus gearbeitet. Und das hat sich dann immer weiter verstetigt. Und heute ist es halt so, wir sind komplett virtualisiert. Gartentechnik.com ist eine Tochterfirma, das hat er mich ja schon gesagt, einmal von Cybert Media, einmal von mir. Und die hat aber eigentlich kein festes Büro, sondern das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eher dadurch entstanden, dass ihr halt dort seid und dass es für euch halt sehr unschön war, immer so weit durch die Gegend zu fahren jeden Tag. Und dadurch ist halt ein Büro in Osthofen entstanden und da seid ihr jetzt gerade noch umgezogen und wir haben jetzt ein schöneres, ruhigeres und größeres Büro in Osthofen. Tatsächlich kann man da sitzen. Ich sitze hier in Münster und auch hier wäre es möglich zu arbeiten. Das heißt, auch hier gibt es ein Büro. Das ist halt nicht typisch, aber möglich wäre das also für jemanden, der in der Nähe ist und ab und zu mal aus seinem Homeoffice raus möchte, der kann hier arbeiten. In Wiesbaden gibt es auch ein Büro, ein sehr großes, sogar mehrere, um genau zu sein. Das ist dann bei Cybert Media. Und insofern ist das möglich, aber eher untypisch, denn wir arbeiten halt so zusammen, wie das hier auch gerade passiert. Denn der Michael sitzt ja jetzt in Osthofen, ich sitze in Münster und unsere Stand-Up-Meetings und alles finden immer schon über Videokonferenzen statt, also seit Jahrzehnten. Wir können das auch ganz gut. Trotzdem freuen wir uns immer, wenn die Telekom oder wer auch immer uns noch ein bisschen mehr Bums in der Bandbreite gibt, dann sieht das immer noch schöner und flüssiger aus. Macht auch beim Livestream mehr Spaß. Und wie auch immer, das ist die normale Art, wie wir arbeiten. Und natürlich ist es so, es gibt halt mehr oder weniger häufigere Meetings. Das hängt einfach davon ab, also Videokonferenzen, das hängt einfach davon ab, was gerade passiert. Im Regelfall arbeiten wir aber in allerlei Systemen, also zum Beispiel Trello, Jira, sehr viel in Telegram, das ist unser Messenger. Dann haben wir andere Software einfach im Einsatz, von Google Docs bis zu Confluence, wo wir uns organisieren, wo wir dokumentieren und die eigentliche Arbeit stattfindet. Bei Entwicklern natürlich nochmal woanders. Da ist aber letztlich auch egal, welche Systeme der Einzelne da benutzt. Das interessiert mich zumindest gar nicht und die anderen auch nicht. Das, wie gesagt, es gibt so ein paar Voraussetzungen. Docker Kubernetes ist halt wichtig. Wir hosten bei Google. Das heißt, alles, was wir machen, unsere Kunden sind in der Google Cloud der europäischen und insofern ist das so eine gewisse Voraussetzung, mit der man umgehen können muss. Aber das glaube ich auch kein Problem für einen Entwickler. Ich denke, eine Sache ist auch, also der Ort, den haben wir geklärt. Ich finde den Aspekt Zeit auch ganz interessant. Denn ich meine, klar, wir haben feste Meetings, wobei die für die Entwicklung eigentlich sich aktuell auf einmal die Woche ja, reduzieren. Das heißt, es gibt im Prinzip einen Zeitpunkt, wo wir uns virtuell treffen. Und ansonsten lässt sich die Arbeit aber sehr gut einteilen. Also klar, die Zeit wird natürlich irgendwie dokumentiert, aber an sich passiert es natürlich auch Vertrauensbasis und wie jetzt eine Aufgabe abgeschlossen wird, also ob das jetzt morgens um 5 passiert oder abends um 10, das ist jedem überlassen, wie er am besten arbeiten kann. Ich denke, das ist auch sehr komfortabel, vielleicht auch für Entwickler, der sagt, okay, ich brauche ein bisschen mehr Platz für Familie oder sowas, kann ja sein, oder der sich noch anders irgendwie weiterbilden will oder sowas, damit haben wir kein Problem, also
schafft sehr viele Freiheiten nebenbei. Da am Ende müssen wir eben gucken, dass die Software weiterentwickelt wird, aber das versteht sich von selbst. Und es sind in der Stellenbeschreibung auch noch so zwei, drei andere Aspekte, auf die ich kurz eingehen würde. Da steht nämlich eben Vertrauen, Eigenverantwortung, Mitbestimmung. Das ist im Prinzip das, was ich genannt habe. Die Arbeit basiert auf Vertrauensbasis bei uns. Und das Schöne ist, was dort entwickelt wird, das ja, benötigt wirklich ein großes Stück Eigenverantwortung. Denn man hat viel Freiheiten. Und Freiheiten zu nutzen, das wissen wir halt, halt auch, was mit Verantwortung zu tun. Aber das ist auch das Schöne. Also ich kann mir momentan eigentlich nichts Besseres vorstellen, so zu arbeiten. Klar, mit dem Kundenkontakt muss man natürlich, ist wieder ein bisschen was anderes, aber funktioniert eigentlich auch sehr gut. Insofern, ich sag mal, für einen Entwickler, der vielleicht tatsächlich gerne mal, also das sind jetzt natürlich Klischees, ja, aber gerne lieber mal abends arbeitet, kann das sehr gut machen. Ich kenne auch Frühaufsteher aus Wiesbaden. Ne? Ich will mal kurz noch was dazu einwerfen, weil den Punkt haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen. Also ja, dieser Zeitfaktor ist in mehrerer Hinsicht wichtig. Und da kannst du gleich auch vielleicht aus deiner persönlichen Warte was zu erzählen, denn bei dir ist das ja auch eine, also zumindest im klassischen Umfeld eher untypische Situation. Der Punkt ist, wir suchen zwar nach einer Vollzeitkraft, das ist das, was wir suchen, aber wir können uns sehr wohl auch eine Teilzeitkraft vorstellen. Das ist etwas, was jetzt auch nicht typisch ist, aber das ist etwas, womit wir gut umgehen können, weil wir auch daran seit vielen Jahrzehnten aus unterschiedlichsten Gründen gewöhnt sind. Das heißt, es muss nicht zwingend jemand auf Vollzeit hier arbeiten, sondern es geht halt auch im Teilzeit. Und wie gesagt, da bist du mehr Spezialist als ich. Ja, klar. Also wir suchen natürlich idealerweise eine Vollzeitbeschäftigung. Das, oder sagen wir mal so, das sind die, diese Möglichkeit haben wir. Wir sind auch froh, darum so etwas anbieten zu können. Und aber wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt eigentlich eher in einer Situation, wo das nicht funktioniert, eben wegen Familie und ja, ich habe mehr als ein Kind, kann ich sagen, und da ist das natürlich eine perfekte Lösung. Also für jemand, der Familie hat, der dann irgendwo mal hinfahren muss, was abholen muss, und ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, wie das Leben ist. Keine Woche ist gleich und immer wieder ist irgendwas los. Und dann kann man sich eben dann hinsetzen und arbeiten, wann es wichtig oder wann es geht. Ja. Und wenn man am Tag 8 Stunden arbeit und den nächsten Tag vielleicht nur 2 oder wie auch immer, aber das alles am Ende dann eben ideal zu dem Produkt führt, was wir an ca. 300 Motoristen verkaufen, ja, das ist, was wir uns eigentlich vorstellen. Ja. Am Ende soll sowohl der Entwickler selbst mit dem, was er dort tut, zufrieden sein und natürlich auch die Kunden, die wir haben und ja, wir selbst stehen natürlich auch dahinter und freuen uns, wenn dieses Produkt weiterentwickelt wird. Vielleicht auch nochmal kurz, ich weiß gar nicht, ob wir so genau gesagt haben, was hinter Gartentechnikum steckt. Wir sind jetzt ja schon alle so lange dabei. Gerrit, du hast es ja mit ins Leben gerufen und ich vergesse schon manchmal, wie lange ich dabei bin. Also unsere Kunden sind Fachhändler für Motorgeräte. Das heißt, die verkaufen so etwas wie Motorsägen, Rasenmäher, Häcksler, Vertikutierer, alles, was man im Garten irgendwie anschmeißen kann. Es gibt sehr, sehr viele Produkte, die jährlich neu auf den Markt kommen. Das heißt, sie brauchen eine Webseite mit den Produkten, um auch gefunden zu werden. Es geht natürlich um lokales Ranking. Und wir bieten im Prinzip eine Lösung für Sie. Früher war es mal ein Komplettpaket, Website, Templates, inklusive Produktkatalog. Heute ist es eben WordPress als Rahmen und das Plugin füttert quasi die Website mit Content, mit Produkten, mit einem Produktkatalog. Das ist der Kern des Ganzen und natürlich mit einer Informationsarchitektur drumherum, die eben ein gutes Ranking ermöglicht. Und da hängen inzwischen sehr, sehr viele Funktionen dran und es gibt noch ein, ja, Gerd hat es eingangs erwähnt, noch Altlasten, die jetzt so langsam verschwinden, aber dann fängt der Spaß eigentlich erst wirklich an, das weiterzuentwickeln und das ist die spannende Aufgabe, also unseren Händlern eigentlich die Möglichkeit zu geben, gut im Markt zu stehen, sich gegen große Onliner auch
gut durchsetzen zu können, wobei das sind jetzt andere Themen, aber technisch ist das eigentlich, was wir erreichen wollen, die Sichtbarkeit der Fachhändler im Netz zu erhöhen, zu verbessern. Und das schaffen wir übrigens auch ganz gut. Wir machen das seit 2003, also offiziell tatsächlich haben der Martin Seibert und ich das Ganze gegründet 2002. Ich kann mich da gut daran erinnern. Da gab es noch die GAFA, oder die GAFA war noch wirklich relevant in der Branche. Und da haben wir in Köln das dann zum ersten Mal vorgestellt. Das waren PowerPoint-Folien. Und es gab einen Vorgänger von dieser Software. Daran liegen auch so ein bisschen die Altlasten. Das hieß Bionet. Und ja, da ging es um Reformhäuser, die etwas Ähnliches machen wollten. Und wir haben dann diese Software, also diese Screenshots aus dieser Software gezeigt in 2002 mit Joghurts und so. Und die Fachhändler, also die Motoristen, Landmaschinenhändler, Gartentechniker, mussten sich dann in dem Moment vorstellen, dass da jetzt ein Rasenmäher ist oder eine Motorsäge. Und das war gar nicht so leicht. Übrigens, hier läuft gerade ein Trennschleifer. Das hat nichts damit zu tun, dass die hier in irgendeiner Form arbeiten und wir was damit zu tun haben, sondern hier ist eine Baustelle. Und auch sowas verkaufen unsere Kunden. Und tatsächlich ist aber so, als Entwickler braucht man jetzt keine hohe Affinität zum Garten oder zu dieser Technologie zu haben. Aber es ist natürlich schon hilfreich, grundsätzlich zu verstehen, was unsere Kunden wollen. Und das ist ja heute auch so, die meisten Softwareentwickler, die ich kenne, wollen auch wissen, wofür ihr Produkt tatsächlich eingesetzt wird und was das Ziel ist. Und insofern ist es nicht ganz untypisch, dass man da ein bisschen mitbekommt und sich mit dieser Historie und auch dem vor allem aktuellen Geschäft unserer Kunden beschäftigt, weil das halt essentiell erforderlich ist, auch um zu verstehen, wer arbeitet denn da mit der Software, wo wird mit der Software gearbeitet, wie kommt die zum Einsatz und was ist eigentlich das Ziel. Und insofern, ich gebe jetzt trotzdem dir mal wieder das Wort zurück, weil hier ist es ein bisschen laut. Ja, klar, selbstverständlich. Dass man irgendwie am Ende so ein bisschen weiß, was da für Produkte verkauft werden, was unsere Händler eigentlich machen. Das gehört dazu. Es ist aber auch kein Hexenwerk. Und ja, ansonsten muss man auch dazu sagen, mehr hat man mit den Händlern in der Regel eigentlich als Entwickler nicht zu tun. Ich glaube, unser aktueller, also wir haben momentan zwei Entwickler, die in Wiesbaden das hauptsächlich betreuen. Wenn die vielleicht ein, zwei Mal im Jahr mit einem Händler telefonieren, ist es schon viel. Das passiert, wie gesagt, eher selten. Es geht wirklich um die Entwicklung der Software, aber ich dachte, es ist mit Sicherheit mal ganz interessant, was man da auch entwickelt. Also es ist tatsächlich ein relativ großer Markt in Deutschland, denn überall wird im Garten gearbeitet und ja, diese Maschinen werden verkauft, gewartet, repariert und ja, eigentlich finde ich es auch interessant, vor allem, wenn man vielleicht selber einen Garten hat, dann weiß man endlich auch, was man eigentlich kaufen kann und was nicht. Gut, auch der Garten ist keine Voraussetzung für die Entwicklung. Spaß beiseite. Okay, also das vielleicht ist... vielleicht noch mal von der Seite, das ist vielleicht interessanter, wie wir entwickeln. Darüber haben wir nämlich nicht gesprochen. Wie gesagt, Gartentechnikum gibt es seit 2003, Seibert Media seit 1996, mein Unternehmen IK Digital seit 98. Wir haben sehr, sehr, sehr früh die klassischen Entwicklungspfade verlassen. Das heißt, wir entwickeln seit sehr langem in allerlei agilen Methoden, Scrum und Kanban und Ähnlichem. Das haben wir auch tatsächlich in die Organisation des Unternehmens reingezogen. Das heißt, wir leben das auch in vielen anderen Stellen. Das heißt, wir organisieren uns auch im Vertrieb, im Service und so weiter agil und machen das natürlich auch weiterhin in der Softwareentwicklung. Das bedeutet, wir haben einen ganz normalen Sprint-Ablauf, wir haben User-Stories, wir haben auch dadurch, dass wir sehr gut in der Branche verhaftet sind, auch sehr viel Kenntnis darüber. Das heißt, wir machen das auch im Zweifel sehr bildhaft. Tatsächlich ist es so, unsere Entwickler waren aber alle schon mal bei dem Händler vor und haben sich einfach angeguckt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was da eigentlich stattfindet. Denn wenn man sowas digitalisieren soll und das dann im Netz darstellen soll, sowohl visuell, aber auch in den Funktionen, muss man verstehen, was da passiert. Zumindest grundsätzlich in der Technik nicht, aber in dem, was unsere Kunden machen. Und das wird aber auch durch ja, alle Mitarbeiter getragen, die halt auch alle sehr affin sind. Wir arbeiten alle sehr lange mit oder in dieser Branche in irgendeiner Form und wissen daher sehr gut, was unsere Kunden wollen und wie das funktioniert. Wie gesagt, seit 2003 ist gar nicht gekommen am Start und wir machen das ganz erfolgreich seit einer sehr langen Zeit. Und deshalb
denke ich zumindest, liegt das auch schlicht daran, weil wir wissen, wie diese Branche funktioniert. Natürlich ist das eher eine Nische, also es ist ganz klar sogar eine Nische, kann man gar nicht anders bezeichnen. Es gibt zwar angeblich 5000 solcher Händler im deutschsprachigen Raum. Ich halte es für komplett übertrieben. Ich glaube, es die Anzahl von Händlern, die wir als potenzielle Kunden sehen, so irgendwo bei 1000 bis 1500 liegt. Wir haben etwa 300 Händler, die wir betreuen, darunter kleine Familienbetriebe und sehr große Filialisten. Und das ist sozusagen das Umfeld, in dem wir uns bewegen und auch sehr gerne bewegen, weil es halt auch eine Nische ist. Das heißt, da kann man sinnvoll mit den Kunden zusammenarbeiten und hat ein ganz anderes Verhältnis als jetzt in anderen Bereichen, wo man von den Kunden sehr weit weg ist irgendwann. Das ist zumindest etwas, was mir nicht so gut gefallen würde. Ja, und on top Kleinigkeit ist natürlich, dass man auch ausgestattet wird von uns mit dem, was man braucht, eben mit dem entsprechenden Notebook oder whatever und halt auch einem Smartphone. Ja, dann ist man, glaube ich, arbeitsbereit. Mehr braucht man ja heute nicht mehr. Klar, wenn man im Homeoffice arbeiten sollte, dann schauen wir natürlich auch, dass da alles die Voraussetzungen passen, damit man arbeiten kann. Smartphone ist ein gutes Stichwort. Der Ansprechpartner für Interessenten, die jetzt überlegen, okay, das klingt alles ganz spannend und ich will da mal mehr zu hören, ist der Michael. Das heißt, den kann man einfach direkt anrufen. Ich denke, wir werden unter dem Video hinterher auch noch die entsprechenden Links zur Stellenanzeige und halt auch Kontaktinformationen, insbesondere von dem Michael Winsemann, dort unterbringen, damit man dann gut ansprechbar ist. Und wir freuen uns auf Bewerbungen. Ja, genau. Also das heißt, ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, bis jetzt hierher geguckt zu haben, weil dann konnte man uns ganz gut ertragen. Ja, das ist natürlich das A und O, irgendwo, dass man sich mit anderen Leuten wohlfühlt und das ist uns auch wichtig. Aber ich denke, wir sind nicht nur tageslichttauglich, sondern auch sozialverträglich. Und insofern, ja, klar, also genau, ich packe alles unten drunter und ja, klar, wir freuen uns, wenn jemand zu uns kommt und die Dinge, die er jetzt gehört hat, gut zu ihm passen, dann, also wir sagen immer gerne der oder ich sage gerne der. Wir suchen natürlich, klar, Entwickler, Querstrich-Entwicklerin oder wie immer man das heute sagen möchte, das spielt keine Rolle. Alle sind herzlich willkommen. Es gibt keine Einschränkungen irgendwelcher Art bei der Bewerbung. Gut, insofern, klar, mir fällt nichts mehr ein. Der Link genau zur Stellenanzeige wird auch nochmal hier drunter gepackt. Da steht jetzt aber, glaube ich, auch nicht mehr drin, als wir gesagt haben. Aber da hat man es nochmal schwarz auf weiß. Insofern, ja, dann freuen wir uns auf Bewerbung und auch auf ein Gespräch. Alles klar. Bis dahin.